In der heutigen Challenge sind gegnerische Mobs extremst OP. Statt mir unnötige Sachen wie Zombiefleisch zu droppen, kann ich verdammt starke Rüstung, Waffen und sogar OP-Potions bekommen. Wie stark werde ich es schaffen, mich auszurüsten, bevor ich beim Enderdrachen ankomme? Da bin ich mal wieder in einer neuen Minecraft-Welt und ich glaube, heute wird mal wieder sehr krass. Genauso wie in der vorletzten Challenge gibt es diesmal wieder OP-Items, nur diesmal nicht von Erzen, sondern von gegnerischen Mobs. Das heißt, ich werde mich für den Anfang richtig cool ausrüsten und dann in der Nacht nach Mobs suchen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von den Mobs bekommen kann, aber das, was ich auf jeden Fall gehört habe, ist auf jeden Fall richtig krass. Darunter sollen nämlich OP-Äpfel, extremst geile Ausrüstung und sogar richtig geile Waffen sein. Wieso habe ich eigentlich die ganze Erde eingesammelt? Aber naja, das ist ja auch unwichtig. Essen ist hier viel wichtiger. Eigentlich weiß ich auch gar nicht genau, was ich machen soll, weil ich ja eigentlich nur auf die Nacht warten muss. Aber hier den ganzen Tag rumzustehen, wäre wahrscheinlich langweilig, also suche ich mir einfach mal ein Dorf oder so. Vielleicht kann ich ja dort auch OP-Items finden. Aber heute bin ich wirklich gespannt, was ich alles von den Mobs bekommen werde und wie schnell ich den Enderdrachen besiegen werden kann. Und die Antwort darauf sollte ich wahrscheinlich bald erfahren. Aber fürs Erste sollte ich wahrscheinlich einfach nur der Nase nachlaufen und alles töten, was mir in die Quere kommt. Also gut, ich habe jetzt ein bisschen was an Essen, aber das Ganze ist noch nicht gekocht. Das heißt, ich sollte vielleicht diese Schlucht hier unten besuchen. Denn hier gibt es zum Beispiel einfach Kohle und die brauche ich natürlich, um das Essen gut durchzukochen. Außerdem brauche ich noch ein bisschen Stein, um mir natürlich die Öfen zu craften. Alles klar, ich hatte genug Stein für zwei Öfen und ich habe auch so einiges an Kohle und Essen. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten. Und währenddessen kann ich vielleicht das rohe Hühnchen essen. Oder einfach noch mehr Kohle sammeln. Da frage ich mich eigentlich gerade, als ich 12 war oder so, habe ich mal rohes Hühnchen in einer Minecraft-Welt gegessen und dann bin ich hungrig geworden. Ist das eigentlich immer noch so? Normalerweise bekommt man den Hungereffekt ja eigentlich nur, wenn man Zombiefleisch isst. Aber ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, wie ich damals rohes Hühnchen gegessen habe und dann den Hungereffekt bekommen habe. Damals habe ich übrigens in einem 3x3-Haus in einer Wüste gewohnt und Creeper mit Eiern abgeschmissen. Aber das ist eigentlich unwichtig und mittlerweile bin ich schon sehr hungrig. Und da fällt mir gerade ein, ich muss eigentlich gar nicht auf die Nacht warten, damit Mobs spawnen, weil ich ja einfach in die Höhle da unten gehen kann. Das heißt, ich warte jetzt nur noch aufs Fleisch und das ist jetzt fertig und dann kann ich losgehen. Da haben wir auch schon den ersten Zombie und ich kann nur hoffen, dass wir richtig krasse Sachen von ihm bekommen. Und wir haben eine Potion bekommen und zwar eine 180% Speed Potion, die 5 Minuten lang hält. Oh mein Gott, das ist ja sowas von krass, damit kann ich alles viel besser erkunden. Das Skelett wird mich auf keinen Fall so treffen können. Aber ich das Skelett wahrscheinlich auch nicht. Und das Skelett hat einfach einen ganzen Stack Enchantment Bottles gedroppt. Oh mein Gott. Zwei Mobs haben wir bis jetzt gesehen und das waren schon eigentlich echt krasse Items, die wir bekommen haben. Aber ich glaube, es gibt noch viel krassere Sachen, die wir bekommen können. Fürs Erste wäre wahrscheinlich Rüstung gar nicht so schlecht. Und ich muss ja eigentlich auch gar nicht in dieser Höhle bleiben. Ich kann mir ja eine andere suchen. Denn hier gibt es einfach keine Mobs. Aber gut, dann habe ich wenigstens die Zeit, um ein bisschen Eisen zu sammeln. Und die FOV ist gerade sehr komisch. Ich kann überhaupt nicht erkennen, was ich erreichen kann und was nicht. Also gut, ich habe das Ganze 10 Eisen. Boah, das ist ja super krass und ich glaube, daraus werde ich mir erstmal einen Eimer machen. Die Öfen habe ich ja mitgenommen, also sollte das kein Problem sein. Da kann ich mir fürs Erste vielleicht einen Eimer craften und ein Eisenschwert wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich genug Eisen für den Eimer und einen Eimer. Das Schwert habe ich auch mittlerweile und ich glaube, ein paar stylische Schuhe würden nicht schaden. Die sehen auf jeden Fall sehr sick aus. Aber gut, auch hier ist nichts. Das heißt, ich sollte vielleicht aus der Höhle rausgehen, vor allem, weil wahrscheinlich mittlerweile Nacht ist. Und ich höre tatsächlich auch Zombies. Die Frage ist, ob die in der Höhle gespawnt sind oder draußen auf mich warten. Nein, der wartet tatsächlich in der Höhle auf mich. Und diesmal hat er eine Netherite-Axt mit Sharpness 10, Efficiency 10, Unbreaking 10 und Fortune 10 gedroppt. Ich habe einfach die stärkste Axt auf der Welt und könnte das Skelett mit einem Schlag töten, aber sterbe. Und das Skelett ist mit einem Schlag tot und hat ein Netherite-Schwert gedroppt und das ist extrem stark. Was ich aber am interessantesten finde, ist Looting 10. Wenn ich damit ein Monster schlage, kriege ich damit noch viel mehr OP-Items? Das muss ich auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Hier vorne ist auch schon ein Creeper und der lebt. Oh mein Gott, wie weit ist er bitte weggeflogen? Alter, das ist Knockback 10, richtig krass. Der Babyzombie hat einfach enchantete goldene Äpfel gedroppt. Das ist ein ganzer Stack OP-Äpfel. Jetzt kann ich einfach überhaupt nicht mehr sterben, Alter. Wofür brauche ich eigentlich meine Eisenrüstung? Jetzt habe ich einfach schon meine ganzen Enderperlen zusammen, die ich brauche. Und eine weitere Attack Speed Potion? Sowas gibt es? Ich wusste gar nicht, dass es Attack Speed in Minecraft gibt. Kann ich damit schneller schlagen? Ja, tatsächlich kann ich einfach so schnell schlagen. Und jetzt habe ich auch einfach noch eine Netherite-Hose. Oh mein Gott, also mit Protection 10. Ich glaube, ich kann einfach nur mit dieser Hose zum Enderdrachen gehen und er wird mich einfach nicht umbringen können. Und wenn ich etwas abbaue, gibt es einfach gar keine Animation mit dem Schwert. Das ist ja sowas von krass, Alter. Und die OP-Äpfel darf man natürlich auch nicht vergessen. Wenn auch nur ein Mob zu mir kommt, dann fliegt er einfach komplett weg. Warte mal, jetzt habe ich auch noch 32 Enderaugen einfach von einem Zombie bekommen. Das ist übelst OP, Alter. Deshalb ist das ja auch eine OP-Challenge. Wow, jetzt habe ich es einfach verstanden. Das einzige Problem, was ich übrigens habe mit Knockback 10, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo die Mobs hingeflogen sind. Und ich habe das gleiche Schwert als auch die Axt einfach nochmal bekommen. Die kann ich jetzt erstmal wegschmeißen. Also echt, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine OP-Sache einfach wegschmeißen würde.
warte mal, ich habe eine Netherite Hole gefunden und habe jetzt aber schon einen OP-Bogen bekommen, der tatsächlich einfach OP ist. Und ich habe auch noch eine OP-Armbrust, die ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren werden muss. Mir fehlen aber tatsächlich die Pfeile und ich glaube nicht, dass Skelette Pfeile droppen werden. Das heißt, ich glaube, der einzige Weg an Pfeile ranzukommen, wäre jetzt einen Villager aufzusuchen. Es ist aber nur echt schade, dass ich keine Speed Potion mehr habe. Aber gut, ich muss erstmal wieder ein paar Items wegschmeißen. Und mir ist gerade eben aufgefallen, hätte ich eine Elytra bekommen, dann könnte ich mit diesen 64 Feuerwerks... Raketen? Keine Ahnung, ist mir gerade nicht eingefallen, wie die heißen. Dann könnte ich mit diesen Raketen einfach über die ganze Map fliegen. Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, wie OP kann ich werden, bis ich zum Enderdrachenfight komme? Und was ist der effizienteste Weg, um an gegnerische Mobs ranzukommen? Die erste Frage werde ich mir natürlich erst beantworten können, wenn ich beim Enderdrachenfight angekommen bin. Aber die zweite sollte ich mir eigentlich ganz einfach beantworten können. Naja, eigentlich, weil ich sie mir ja nicht beantworten kann. Okay, schaut euch einfach mal diese Schafe hier an. Ja, die sind auf jeden Fall ein Ticken zu weit geflogen. Aber na gut, zurück zur zweiten Frage. Am besten wäre natürlich ein Spawner, um OP-Items ranzukommen, aber ich glaube, eine Höhle tut es auch. In der letzten Höhle ist ja nicht ganz so viel gespawnt, aber vielleicht ist das ja hier anders. Ja, abgesehen davon, dass die Höhle jetzt einfach schon zu Ende ist. Was ich jetzt aber ausprobieren kann, ist die Attack Speed Potion zusammen mit meiner Steinspitzhacke. Die wird wahrscheinlich direkt kaputt gehen. Ja, das ist nicht gerade spektakulär, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe leider kein Eisen mehr, um mir eine Spitzhacke zu craften, aber ich habe Gold und damit sollte ich wirklich durch die Scheine mich graben können, als wäre es Butter. Oder ich töte diesen Zombie und kriege vielleicht eine OP. Nein, ich kriege einfach einen ganzen Stack Obsidian-Blöcke. Also echt, ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Sachen anfangen soll. Aber fürs Erste sollte ich mir wahrscheinlich wirklich Spitzhacken craften, bevor ich einfach die Potion... Okay, die Goldspitzhacken sind auch sehr langweilig und... Naja, nicht gerade interessant. Das heißt, ich sollte mir noch ein paar Mobs suchen. Und die dann töten, damit ich von denen... Oh mein Gott. Zum Glück bin ich nicht gestorben. Und die muss ich dann töten, damit ich eine OP-Spitzhacke bekomme. Aber fürs Erste sollte ich mir vielleicht einen OP-Goldapfel gönnen. Nur damit ich vielleicht zur Sicherheit nicht unbedingt sterbe. Und das hier ist eine Potion, die mir 27 Attack-Damage gibt. Alter, damit werde ich wahrscheinlich einfach alles one-shotten können. Und eigentlich hätte ich die mir wahrscheinlich für den Enderdrachenfight aufbewahren sollen. Kann es sein, dass ich gerade eben einfach 16 Enderperlen von einem Enderman bekommen habe? Warte mal, was sind das hier für Blöcke? Hä? Ein roher Kupferblock? Sowas gibt's in Minecraft? Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe echt alles von den letzten Updates verpasst. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, mir noch eine Elytra zu gönnen, damit ich rumfliegen kann und ein OP-Spitzhacke, damit ich mich einfach bis zu Bedrock graben kann. Denn ich möchte herausfinden, wie lange es dauern wird, mit einer Efficiency 10 Netherite-Spitzhacke zusammen mit einer Attack-Speed-Potion bis zum Bedrock zu kommen. Warte mal, das Skelett hat mir gerade eben einfach einen ganz normalen Bogen gedroppt. Ich frage mich, was mir dieses Skelett droppen wird. Und es ist eine Attack Speed Potion, die ich mir diesmal einfach mal aufheben werde, bis ich eine gute Spitzhacke habe. Ich wollte eigentlich schon sagen, dass diese Höhle zu Ende ist, aber dann sehe ich einfach diesen Raum hier und... Die Höhle ist einfach komplett gigantisch. Minecraft sieht seit dem Update einfach auch mega geil aus. Und mir fällt gerade ein, dass ich natürlich auch die Drown töten kann. Oh mein Gott, mittlerweile habe ich auch die Spitzhacke bekommen. Dort ist auch Fortune 10 drauf. Was kann ich mir jetzt eigentlich grabben, damit ich extrem viele Ressourcen bekomme, die ich brauche? Ich glaube, fürs Erste sollte ich ein paar Sachen wegschmeißen, die ich auf keinen Fall brauchen werde. Und dann kann ich mir ein paar Erze ausruhen, die ich abbauen werde. Dort ist übrigens noch ein Drown. Vielleicht droppt er mir ein paar geile OP-Items. Warte mal, hat er mir überhaupt irgendwas gedroppt oder habe ich das schon aufgesammelt? Na gut, ich habe keine Ahnung, ob er mir was gedroppt hat, aber ich glaube, ein Helm wäre noch ganz gut für Aqua-Affinity. Oder halt eben Waterbrief. Wie heißt das eigentlich nochmal? Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Viel wichtiger ist jetzt einfach mal Fortune 10 auf einem Eisenblock auszuprobieren und mir anzuschauen, wie viel Eisen ich bekomme. Ich habe tatsächlich einfach 16 Eisen aus 2 Eisenblöcken bekommen. Das ist einfach das Achtfache. Stellt euch vor, ihr baut einfach einen Diamanten ab und kriegt einfach 8. Und dort vorne haben wir auch schon Diamanten. Werde ich also 8 Diamanten pro Block bekommen? Ich habe 4 Diamanten abgebaut und 30 Diamanten bekommen. Das heißt, es wären ungefähr 8 Diamanten pro Block. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich einfach sterbe, weil ich keine Luft mehr habe. Eine Lösung für mein Problem ist natürlich ein verzauberter OP-Apfel, aber ich glaube, ich lege die jetzt, oh mein Gott, ich habe einfach 2 Stacks davon. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich die OP-Äpfel vielleicht einfach mal weglege, weil sie ein bisschen zu OP sind. Und stattdessen atme ich einfach mal und mache mir eine Workbench. Die werde ich dann auch mitnehmen müssen, weil ich kein Holz mehr habe, aber ich kann mir jetzt erstmal eine gescheite Dia-Rüstung craften. Weg mit den Eisenschuhen und her mit der Dia-Rüstung. Also gut, ich bin eigentlich mittlerweile sehr gut ausgerüstet, was mir aber immer noch fehlt, ist eine Elytra. Die möchte ich auf jeden Fall bekommen. Was ich aber komplett vergessen habe, ist, dass ich ja immer noch eine Attack-Speed-Potion habe, oder? Ja, da vorne ist sie auch schon. Das heißt, ich habe mittlerweile die Spitzhacke und immer noch die Potion und es gibt nur eine Sache, die ich jetzt machen muss. Bis zum Bedrock graben und zählen, wie lange es dauert.
Das hat auf jeden Fall länger gedauert, als ich dachte, aber ich glaube, das waren gerade mal 15 Sekunden. Eine Sache habe ich mir nicht überlegt, denn ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich natürlich wieder hochlaufen werden muss. Ja, das war auf jeden Fall sehr smart von mir. Wenigstens habe ich meinen Stack an Obsidian, mit dem ich mich wieder hochbauen kann. Alles klar, ich bin nicht bis ganz nach oben gekommen, aber das ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Genug Blöcke habe ich ja immer noch. So, da sind wir wieder und ich kann mir vielleicht einfach mal ein bisschen Eisen gönnen. Oh mein Gott, hier vorne ist auch ein Spawner. Das heißt, ab jetzt kann ich einfach unendlich OP-Items bekommen. Alter, wieso grind ich eigentlich immer für alles in meiner Hardcore-Welt? Dabei kann ich doch einfach in diese Welt hier reingehen und habe alle OP-Items innerhalb von ein paar Sekunden. Die Zombies sind ja auch vor allem überhaupt nicht gefährlich und ich habe einfach noch einen Stack Gold dafür bekommen. Und, oh mein Gott, die Zombies haben einfach Pfeile gedroppt. Das heißt, ich kann jetzt endlich die Bögen ausprobieren, von denen ich einfach schon 3 habe und die Armbrust kann ich jetzt auch ausprobieren. Die ist wahrscheinlich extremst OP, weil sie einfach Multishot 10 hat. Heißt das jetzt eigentlich, dass ich 30 Pfeile auf einmal schieße, wenn ich einmal Rechtsklick drücke? Es wird auf jeden Fall kein Weg dran vorbei. Ich muss es ausprobieren. Und ich habe wegen den ganzen Effekten nicht gesehen, wie viele Pfeile das waren, aber ich glaube, es waren nur 3. Nein, warte mal, das waren richtig viele Pfeile auf einem Spot, oder bin ich einfach nur blind? Ich habe eine Sekunde lang nicht in mein Inventar geschaut, und habe einen ganzen Stack Netherite-Ingot. Also jetzt mal ehrlich, in der nächsten Hardcore-Folge hätte ich wahrscheinlich 3 Stunden lang dafür gegrindet. Ich habe einen Zombie getötet für diesen Stack Netherite-Ingots. Das ist viel zu OP. Was ist das bitte? Oh mein Gott, ich habe endlich die Elytra bekommen. Das heißt, ich kann jetzt endlich hochfliegen und einfach die ganze Welt erkunden. Ein Totem habe ich jetzt auch. Falls ich also sterben sollte, dann sterbe ich nicht. Es gibt auf jeden Fall noch so viele krasse Sachen, die ich ausprobieren möchte. Ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr Potions. Ich möchte eine Strength Potion haben und gucken, wie schnell ich den Enderdrachen besiegen werden kann und ob ich dafür überhaupt die Enderkristalle zerstören muss. Ich möchte auf jeden Fall noch mit der Elytra rumfliegen und ich möchte mir noch anschauen, welche anderen Potions es gibt. Fürs Erste muss ich aber einfach mal mein Inventar aufräumen. Naja, oder vielleicht noch ein paar Zombies töten. Jetzt habe ich einfach ganze 2 Stacks Feuerwerksraketen und ich habe einfach übersehen, wie ein Netherite-Helm gedroppt wurde. Damit habe ich jetzt also schon die Hälfte der Netherite-Rüstung. Feuerwerksraketen habe ich auf jeden Fall genug und Pfeile natürlich auch. Und jetzt auch noch einen Trident von einem Zombie. Den werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren müssen, aber jetzt muss ich wirklich, ich sage es zum 10. Mal, mein Inventar ausleeren. Ich denke, meine Brustplatte und meine Schuhe kann ich einfach mal ausziehen. Ich finde, das sieht viel stylischer aus und dann gehe ich gleich aus der Höhle raus. Aber nicht bevor einfach Netherite-Boots gedroppt werden. Alter, alles, was mir jetzt noch fehlt, ist die Chestplatte. Mir ist gerade eben aufgefallen, ich brauche gar nicht die Attack-Speed-Potion. Meine Spitzhacke schmilzt sich einfach so schon durch die ganzen Blöcke. Und ich frage mich eigentlich, wie viel Damage dieser Creeper. Okay, er hat ein halbes Herz an Damage gemacht. Das ist auf jeden Fall gar nichts. Jetzt will ich aber erstmal nach oben. Ich glaube, wir sind sogar wieder am Spawn, weil ich ungefähr in der Nähe von einem Eisbike-Biom gespawnt bin. Genau hier hat das Video angefangen und ungefähr eine halbe Stunde später habe ich einfach schon solche Items, bin komplett OP ausgerüstet, kann wahrscheinlich gar nicht mehr sterben, habe einfach 3 Stacks OP-Äpfel und habe jede einzelne Ausrüstung, die ich mir wünschen könnte. Die Frage ist jetzt eigentlich, ob ich mit der Elytra fliegen muss oder ob ich dafür einfach den Trident benutzen kann. Ich wollte eigentlich mit dem Trident fliegen und nicht den Trident fliegen lassen. Was passiert, wenn ich im Wasser bin? Dann fliegt der Trident immer noch. Das heißt, ich kann mit dem Trident nicht rumfliegen, aber ihn einfach nur schmeißen. Das ist auf jeden Fall sehr enttäuschend. Aber ich finde, was nicht enttäuschend ist, ist einfach der Sonnenaufgang. Der sieht auf jeden Fall mega geil aus. Wenn du den Shader haben möchtest, dann komm einfach auf den Discord. Erster Link in der Beschreibung. Aber ich glaube, fürs Erste will ich einfach mal ein Dorf finden und einfach mal alle dort umbringen. Denn ich möchte herausfinden, ob ich einfach einen Eisengolem im 1v1 besiegen kann oder ob ich sterben werde. Und dort vorne haben wir auch schon ein Dorf. Das heißt, ich ziehe mir jetzt einfach mal all meine Rüstung aus, außer die Schuhe, und schaue mir an, ob ich oder der Eisengolem stärker ist. Und der Golem macht mir tatsächlich ganze 2 Herzen schlagen, 2 Herzen Schaden. Ich bin auch wirklich dumm. Was ich aber natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist die ganzen Villager umzubringen. Und ich habe ja gesagt, dass ich alles und jeden umbringen würde. Das heißt, die Tiere werden auch nicht verschont, war das Wort, das ich gesucht habe. Irgendwann finde ich auch einfach gar keine Villager hier. Ich habe zwar ein paar dort vorne gesehen, aber zuerst wollte ich in den ganzen Häusern reinschauen, ob sich dort jemand versteckt. Und da vorne ist der erste Villager. Da vorne war der erste Villager. Und hier ist der 2., 3. und 4. Das sah auf jeden Fall sehr komisch aus und ich sehe dort noch 2 weitere Villager. Ja, das war's dann wohl mit deiner Arbeit, ne? Ich glaube, der ist an Falldamage gestorben. Also gut, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile das gesamte Dorf ausgelöscht und das heißt, ich kann mich aufmachen zur nächsten Aufgabe. Und die wäre, ein paar Kühe zu töten, weil mir ein paar Steaks fehlen. Das sollte fürs Erste genug Essen sein und das heißt, ich kann mich der nächsten Aufgabe widmen. Ich glaube, ich bin bereit für den Enderdrachen und das heißt, ich kann anfangen, meine ganzen Enderaugen wegzuschmeißen. Denn ich habe einfach gleich 2 Stacks davon. Ich könnte also einfach gleich 8 Endportale damit öffnen. Also gut, show me the way.
So habe ich übrigens damals im Kreativmodus gespielt und immer den Enderdrachen gesucht, damit mein Bruder den Enderdrachen dann besiegen kann, weil ich zu ängstlich war, den selbst zu besiegen, aber sehen wollte, wie er besiegt wird. Ich habe auf jeden Fall echt viel Zeit mit Minecraft verbracht. Mittlerweile fliegen die Enderaugen übrigens jetzt nach unten, das heißt, ich kann anfangen zu graben, aber leider habe ich keine Schaufel. Trotzdem sollte das kein Problem sein, denn ich habe natürlich eine Efficiency Potion und das heißt, ich kann einfach meine Spitzhacke benutzen. Ja, vielleicht ist das noch gar nicht so schnell, aber sobald ich bei den Steinen bin, ist das extrem schnell. Oh mein Gott, ich muss ja schauen, dass ich nicht zu tief runtergehe. Ich bekomme ja vor allem einfach Fall Damage, weil ich so schnell runterfalle. Und ich bin jetzt einfach im Prism Stone? Ich glaube, das heißt Stronghold. Also bin ich mittlerweile im Stronghold. Jetzt muss ich nur noch das Portal finden, aber ich glaube, das solltest du als echter Minecraft-Gamer natürlich wissen. Ich habe eine Regeneration Potion gedroppt bekommen und die hält 5 Minuten lang und hat, soweit meine Englischkenntnisse reichen, eine Stärke von 8. Da frage ich mich gerade, wie wird das aussehen, wenn ich mit Regeneration 8 ins Void fliege? Werde ich dann sterben und all meine Items verlieren oder doch überleben? Moin, Makushako aus der Zukunft hier. Wenn du Bock drauf hast, ins nächste Challenge-Video zu kommen, dann errate doch einfach mal, was ich im nächsten Challenge-Video machen werde. Schreib dann am Ende deines Kommentars Hashtag OP dazu, damit ich deinen Kommentar schneller finden kann und ich wünsche viel Spaß beim Raten, aber noch mehr Spaß beim Video. Alles klar, da bin ich wieder. Ich hatte eine kurze Pause. Und jetzt kann ich das Portal wieder weitersuchen. Alles klar, da vorne ist das Portal. Und ich weiß nicht... Oh, Smaragdblöcke, die habe ich ja noch gar nicht bekommen. Und jetzt muss ich erstmal den Enderdrachen besiegen. Da vorne ist er auch schon. Und vielleicht kann ich ihn ja einfach mit dem Schwert besiegen. Ich mache ihm tatsächlich auch Damage, aber er heilt sich wegen den Kristallen einfach viel zu schnell dagegen. Das heißt, es wird erstmal Zeit für die Kristalle. Die mir übrigens einfach gar keinen Damage machen. Den Rest kann ich ja einfach mal mit dem Bogen zerstören. Und kann ich das Endkristall in diesem Käfig von hier aus treffen? Das geht tatsächlich! Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Ich konnte mir schon gut vorstellen, dass die Pfeile irgendwie durch die Gitter fliegen, aber ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass ich treffen würde. Jetzt kann ich ja nicht anfangen, den Enderdrachen abzuschießen und ich frage mich, wie lange das dauern wird. Okay, ich glaube, das reicht fürs Erste mit den Schüssen. Und das sage ich auf jeden Fall nicht, weil ich fast alle Schüsse verfehle, sondern weil ich den Drachen natürlich mit dem Schwert besiegen möchte. Den OP-Apfel habe ich gegessen und jetzt kann ich endlich den Drachen boxen. Alles klar, das war auf jeden Fall echt viel Damage, dafür, dass ich einfach hochgeschleudert wurde. Jetzt kann ich noch ausprobieren, den Drachen mit dem Trident zu töten, wollte ich sagen, aber... Wow, der Trident ist tatsächlich einfach zurückgeflogen, statt ins Void zu fliegen und nie wieder zurückzukommen. Jetzt ist die Frage nur, wie viel Damage der Trident macht. Aber jetzt fliegt er endlich nach unten und das heißt, ich sollte ihn treffen können? Ja, tatsächlich! Oh mein Gott, ich habe meinen ersten Gegner mit dem Trident getroffen. Ich konnte gar nicht darauf achten, wie viel Damage das war, aber jetzt muss ich erstmal den Enderdrachen besiegen. Und damit ist einfach der Enderdrache besiegt. Schau dir auf jeden Fall die vorherige Challenge an oder gleich die ganze Playlist. Oder gönn dir einfach dieses Hardcore Season 3 Video, wo ich ein ganzes Meer mit Axolotl gefüllt habe. Ich sehe dich auf jeden Fall das nächste Mal und jetzt...